Warte mal, bisschen mehr nach rechts. Oh nein, nein. Warte, warte. Warte. Jetzt. Oh, ich habe nicht mehr so viele. Jetzt geh doch mal bitte auf. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Jawohl, es hat geklappt. Okay. Wer ist das? Der Terminator. Der Terminator. Shaminator. 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 Oh, wir haben ihn ausgeraubt. Wie heißt der? Zwergen Citruino. Centruio. Centruio. Wie auch immer. Das ist aber jetzt hier. Zwergenachs. Naja, gut, okay. Wir haben zumindest vieles. Von da hinten sind wir gekommen. Hier ist kein Durchgang mehr. Einzige Möglichkeit wäre dann nur noch nach oben zu gehen. Was ist denn das hier für ein Riesenkessel? Oh, so eine ganz ziemlich alte Kultur hier, würde ich sagen, ne? Aber gut, okay. Wir haben es. Ah, in dem Raum war ich noch nicht. Aber wie ihr seht, ist da leider nichts. So. Ah, hier ist noch einer. Und was sagst du? Kleidung, irgendwas Besonderes? Aha. Vielleicht finden wir jemanden, der das uns alles abkauft. Oh, da geht's wieder in die Freiheit heraus. Ich glaube, wir sind jetzt hier noch. Noch sind wir in der Höhle. Wir haben es geschafft. Wir sind im Torhaus. Im Torhaus. Liebe Leute. Tor. Oh nein. I can't believe it. Ich krieg da nicht gegen. Wie soll ich gegen den jetzt da vorne kämpfen? Den Terminator von Skyrim. The Terminator. Terminator. Hier, Willi. Da kommt der schon. Da kommt schon der. Hier, Stahl mit Stahl. Stahl auf Stahl hier. Stahl auf Stahl. Ich krieg den noch nicht besiegt, ey. Never ever. Ich muss mir irgendeine Taktik ausdenken, wie ich den ausweiche. Okay, pass mal auf. Ganz langsam, leise. Ohne, dass wir was aktivieren. Nein, es gibt keine Aktivierung. Es gibt kein Entkommen. Es gibt kein Entkommen. Air Jordan, ey. Oh, der hat mich richtig. Ich habe keine Chance gegen die. Ich muss einfach durchlaufen. Ich glaube nicht, dass ich irgendwo hinfliehen kann. Mir fehlt ein notwendiger Gegenstand. Oh nein. Oh nein, das war's. Der hat mich durchgeschmolzen. Ich muss den Adonagen, ich muss irgendwie den Adonagen noch dazu kriegen. Weißt du, wenn ich den noch dazu kriege, dann könnte es vielleicht ein bisschen Ablenkung sorgen. Flammen Adonage. So.
Okay. Genau. Und dann könnte ich hier mit meinem Zweihänderschwert eventuell mehr Schaden anrichten. Okay. Wir können es probieren. Nee, keine Chance. Ich weiß nicht, wie ich das überstehen soll. Außer ich finde eine Ecke, wo ich mich verkriechen kann und er mich nicht findet. Wir müssen diese Ecke finden, warte mal. Wir müssen irgendwie irgendeine Ecke finden, wo wir uns verkriechen können. Wo wir uns nicht folgen können. Genau, hier ist es doch. Hier ist eine gute Ecke, warte. Wir nehmen alles noch mit. Okay, der andere Marsch. Oh nein, der hat durchgeschossen. Ey. Durchgeschossen. Okay, wir probieren es nochmal. Aber das war schon mal eine gute Taktik. Wir gehen mal in die Ecke hier hinein. Also ich sehe keine andere Möglichkeit. Ich sehe keine andere Möglichkeit. Okay, warte mal, essen, essen, essen. Wir können mal was essen, genau. Trink mal ein bisschen Wein, Bier, da ist ein bisschen Brot und da und hier vorne was. Mal ein bisschen Karotten. Kartoffeln sollen auch zur Energiebeitragung helfen, so. Und jetzt aber. Okay, der ist fertig, der ist erledigt. Wir können abspeichern. Bleibt nur noch der Adonai, der Große da, der Zyklon. Oder wie er schimpft. Was ist denn das hier, so eine Flamme? Nehmen Zwergschwert. Okay. Zwergenrüstung. Kleiner Dweme. Aha, aha. Mit der Chweni. Davon kannst du träumen. Uff, der bratet mich, der bratet mich. So tanke ich erstmal Energie, warte mal. Warte, warte, ab, warte. Ich hab was für dich. Ich rufe meinen Adonagen. Er ist nicht der Stärkste. Aber ich kann ihn zumindest dahin schicken, dich mit dem Pfeil und Bogen angreifen. Genau, greif ihn an. Hat zwei Schläge gemacht, dann war der vorbei, ey. Keine Chance gegen ihn. Oh, Schweini. Schon wieder. Aber das ist die einzige Position, in der ich ihn jetzt besiegen kann, weil er ist einfach überlevelt. Ich krieg das nicht hin. Ich habe keine Chance, so. Das
müssen wir erstmal warten. Wenn ich jetzt hier ganz nah rangehe, kann ich nicht. Oh nein, ich wusste es, ich wusste es. Ein Ding der Unmöglichkeit, den zu besiegen, ne? Okay. Warte mal, wir nehmen mal alles hier mit. Na? Okay, hier nehmen wir auch alles mit. Und da gibt es ja die ein Faust, ne? Mit der Axt, die er da in der Hand hat. Da teilt er dich auch in zwei, da. Doofe King. Wie komme ich denn da rein? Ich hoffe, dass er nicht hier hinkommen kann. So. Hey Willi, 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 hey, was ist los mit dir, Junge? Ich brauche meinen Pfeil und Bogen, warte mal, Flammenbogen. Hier irgendwelche Ersatzteile. Gar nichts bei ihm. Uff, Schwani, Schwani, Schwani. Ja, Willi, Quani, Quani. Quitini, ihr Lafrit. Warte, ich komme hier. Vielleicht können wir den Adonarchen herbeirufen. Der ist einfach zu heftig, der Typ. Wir können ihn nicht besiegen. Selbst wenn wir wollten, das würde in Ewigkeit dauern. So. Verliert er überhaupt was? Doch, der verliert Schaden da. Es geht, es geht. Das Ding ist ein Monster. Wir müssen ihn besiegen. Auf geht's, so. Wir können ihn besiegen. Wir treffen ihn direkt am Kopf. Das hat noch mehr Experience hier für uns. Ah, vorbeigeschossen. Dann lieber am Körper. Okay. Schießkunst wurde verbessert. Wir sind dabei. Wir geben all unsere Pfeile auf die drauf. Bis wir diese ganzen Zahnräder innen. Okay, haben ihn schon soweit. Okay, alles klar. Also Adonarchen her. Adonarchen. Warte, 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 warte. Warte, gleich kommt dein Freund. Oh nein, oh nein. So, hier hast du ihn. So, und ich nehme meinen Pfeil und Bogen wieder und versuche den in die Ecke zu bringen. So. Das gibt's auch nicht hier. Hier hast du, hier. In dein Herzen. In dein Herzen hinein. Hier, Willi, Falbeck, ja, hui. So, wir haben es geschafft. Jeppa, der ist endlich hinüber. Boah, der war ein harter Gegner. Das war eine Nuss, du. Elfenbogen, 9 Stück. Das
mächtiger Seelenstein, mächtiger Seelenstein. Kostet 500, ey. Rubin. Centurio Dynamo. Das ist der Dynamo-Kern von ihnen. Zwei Stück hat er sogar. Okay. Er hatte zwei Stück davon. Ich habe da irgendwas gesehen vorhin, wo wir das Pelzschild, was weiß ich, was so ein Pelzschild hier macht, in so einer Zwergenstadt. Eins können wir aber noch machen. Wir können hier erstmal schnell die Flammen. Okay, warte mal. Da, das haben wir alles. Das ist alles erledigt. Und weiter geht's hier. So, gehen wir mal hier rein und jetzt gucken wir mal, ob wir das aktivieren können. Zwergenmaschinismus. Mir fehlt immer noch ein Teil. Wieso denn? Was fehlt denn? Okay, wir merken uns mal den Platz. Vielleicht finden wir den irgendwann mal. Ich kann mir aber nicht vorstellen, wo ich den herholen soll. Habe ich da oben was übersehen? Vielleicht habe ich da irgendwas übersehen. Warte mal. Durchsuchen hier. Löffel, Messer, nee. Das ist nix. Hier ist auch nichts. Gehen wir mal darüber. Eventuell ist der ja hier irgendwo. Nee. Da ist leider nichts. Der hat auch nichts mehr da. Da ist auch nichts mehr. Eventuell verbogenes Stück Wemel. Nein. Das ist alles nicht dabei. Das gibt's doch gar nicht. Wo habe ich den denn hingelegt? Das letzte Mal, wo ich vor 2000 Jahren hier gewesen bin. Unauffindbar. Naja, dann machen wir es halt so jetzt. Warte mal, lass mich erstmal hier meine Waffe auswählen. Und zwei Hände wieder. Gehen wir mal rein und laufen mal hier durch. So. In den heiligen Hallen. Jetzt fahren wir wieder hoch. Ah, okay. Auf geht's nach oben. Merida. Verachtete Untote jeglicher Art und gehört zu den wenigen deadrischen Prinzen, die nicht durch Schlag mich tot. Okay, wir sind wieder im Himmelsrand. Nach einer wirklich langen, langen Reise durch diese Gruft haben wir es geschafft, herauszukommen lebendig. Und natürlich begegnen wir direkt den nächsten Drachen. Wo ist er denn? Da ist er erstmal ein Riese. Übrigens können wir die Stufen, können wir ein paar Stufen hochgehen, sehe ich gerade nämlich. Ich würde sagen, wir gehen ein bisschen Magicka hoch, auf jeden Fall. Punkte habe ich glaube ich gar keine. Doch, Verbesserungspunkte habe ich. Zerstörung. Novize, da können wir ja, nehmen wir den Novizen. Möchtest du den Novizen lernen? Genau, haben wir den Novizen gelernt. Dann gucken wir mal, was der Riese da macht. Hey Riese, was machst du hier? Hat er ein Lager hier? Wo sind denn deine Mammuts? Beug dich doch ab, du. Du Nutzlösen, du. So, weiter geht's. Warte mal. Ich bin nur am Überlegen. Warte mal. Wie guckt der denn jetzt? Jetzt hat er nicht nur ein Auge, jetzt hat er 100 Augen. Habibi. Okay, so. Macht nichts. Oh, da. Da haben wir ein Tierchen. Wo ist denn mein Pfeil und Bogen? Da muss ich ein bisschen trainieren hier. Flammenbogen, da. So, schnell reingezoomt. Material rausgeholt. Angespannt. Flammenpfeil. Und... Oh, daneben. Den hätte ich...
Es ist unglaublich, dass er den nicht getroffen hat, ne? Jetzt muss er den hinterherlaufen. Lauf! Blanke Füße. Durch die Kälte. Lauf den sofort hinterher. Wo ist er denn jetzt hin? Da. Uff, guck mal hier. Bin ich nicht Profi? Zack hier! Wo ist er? In den Schwanz hinein. Eieieiei. Skyrim Profi Nummer 1. Jetzt haben wir den echt erlegt. Unglaublich, ey. Vorhin haben wir den nicht getroffen und jetzt treffen wir den, ne? Großmeister. So, okay. Wir nehmen mal das Fell von dem Habibos. Vom Habibus. So, jetzt gucken wir mal. Weltkarte bitte. Einmal die Weltkarte. Wo sind wir denn da zu Hause? So. Vincent schlaft. Abgeschlossen. Die haben wir abgeschlossen, siehst du? Und wir müssen aber hierhin. Bringe das Horn von Jürgen Windrufer in Besitz. Okay. Also sind wir schon in der richtigen Richtung. Also da entlang und dann. Irgendwie muss da wohl eine Straße kommen. Warte mal. Oder sind wir doch schon hier auf einer Straße? Sag mal, wenn ich in die Richtung laufe. Oh, der Riese da. Der Riese. Meinst du, wir können den besiegen? Pass mal auf, wenn wir hier auf den Berg klettern. Wir speichern mal ab. Und gehen mal hier auf den Berg. Hier hoch. Zack, 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 zack. Meinst du, er könnte uns erreichen? Niemals. Der würde niemals hier hochkommen. Guck, vor allem nicht hier. So. Und jetzt? Jetzt mach dich auf ein Hagelfeil. Ach, die Bekanntschaft mit meinen Pfeilen. Da hast du das hier. Ach, komm her. Komm sofort hier. Na, wo bist du denn? Na? Willst du kommen? Willst du kommen? Willst du kommen? Meinst du, wir treffen das Tier von hier? Nee. Die Wölfe. Der hat sich einfach versteckt, der. Der ist schlau, der Riese. Der Riese hat Krebs, ey. Der Riese hat Krebs. Der Riese hat Krebs, wirklich. Komm hoch. Na komm. Aber nicht so viel Krebs, dass du mich erwischen kannst, ne? So, jetzt habe ich einmal eine Rundumsicht hier. Wo bin ich denn eigentlich? Da vorne ist schon die See. Also da vorne geht es nicht mehr entlang. Ja, okay, okay, okay. Der Riese ist echt heftig. Komm, wir lassen ihn. Oder? Ein paar XP-Punkte würden mir gut tun. Riese. Na komm. Ich komme hinterher, ich komme hinterher. Lalalala. Nix da. Nix. Baby, du bleibst da unten. Und genießt meine Pfeile. Komm hier hin. Haut da noch ab. Da haben wir sogar zwei Schäfchen hier. Zack, einmal. Die lassen sich noch nicht mal töten hier bei Skyrim. Bin ich denn so schwach auf der Brust, dass ich ein Schaf nicht die Ziege nicht durchbohren kann? Unglaublich, so. Zack hier. Und er steht immer noch. Und nochmal ein. Hier. Jetzt aber. Der steht immer noch. Da passiert nichts. Da passiert, glaube ich, auch nichts. So. Wo ist er denn? Wo ist denn der Habibo? Wo bist du denn? Bleib doch hier. So. Du kannst nicht von meinen Pfeilen abhauen. Siehst du, der ist auch schlau. Der versteckt sich hinterm Stein. Warte. Hier habe ich nur einen für dich. Ah, der ist richtig schlau, ey. Der versteckt sich hinterm Stein. Aber trotzdem kriege ich dich.
kann man hier was abbauen? Sieht doch aus, als würde man das abbauen können. Nee. Irgendwelche Pixelfehler. Der ist echt schlau geworden, Leute. Der ist richtig schlau, der Typ. Na, okay. Dann ist, wenn du nicht kommst, dann komme ich halt zu dir. Na komm. Da war ich aber ein bisschen schlauer. Da war ich aber jetzt ein bisschen schlauer. Oh nein, 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 nein. Also, liebe Freunde, wir lassen's. Ich sage also bis zum nächsten Mal. Ich danke erstmal fürs Zuschauen.